Ich habe immer geile Ideen. Und letztes Jahr hatte ich die Idee, hey Miriam, weißt du, was musst du machen? Du musst ein Jahr im Ausland leben. Und zwar nicht zum im Ausland leben, sondern zum dann zurückkommen und erzählen, wie unglaublich geil das im Ausland doch ist und wie unglaublich anders die Kultur doch ist und wie unglaublich locker die Leute sind. Habe ich gedacht, ja, mal, machen wir. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe aus Versehen ein Jahr lang in den Niederlanden gelebt. Und der Fehler sind nicht die Niederlande, sondern dass die Niederlande einfach unhure ähnlich sind zu der Schweiz und ich jetzt eigentlich gar nicht so genau weiss, was ich erzähle. Als ich so in den Niederlanden angekommen bin, hat mir jeder direkt so gesagt, so, oh, you have to try our cheese. Und ich habe gesagt, oh, I want to try your cheese. Mmm, that is delicious. Niederlande und Schweiz vergleichen, das ist so, als würden wir Pepsi und Cola vergleichen oder Zahl 160 und mein IQ. Ja, ich bin eine unglaublich intelligente Person. Und das Schöne ist ja dann, wenn Sachen so ähnlich sind, dass man dann so ein bisschen die kleinen Unterschiede ein bisschen unter die Lupe nehmen und ein bisschen schauen kann, was da eigentlich dann wirklich auch gleich anders ist. Und dann sind mir sehr viele Sachen aufgefallen, die ich bemerkt habe. Und etwas, was mir dann aufgefallen ist, war so, wo so mein niederländischer Freund und ich meine Eltern in der Schweiz besucht haben. Und was man ja so macht, wenn Besuch so das erste Mal kommt, dann zeigt man ein Haus. Ich weiss eigentlich auch nicht, wieso, dass man da macht, so ein Haus zeigen. Das ist eigentlich auch nur hure komische Angewohnheit. So, kratzt mich doch eigentlich hure, wie dieses scheiß Haus aussieht. Zeig mir den Kühlschrank. Auf jeden Fall, mir natürlich geht's nur straks in den Keller, oder? Du musst ja die von unten nach unten arbeiten, dass du auch wirklich alles siehst von dem scheiß Haus. Also mir so zack, 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 zack in den Keller runter. Ja, das ist wie normale Leute Stege laufen. Auf das Mal höre ich so ein Geschrei neben mir so, waaah, wieso habt ihr einen Bunker im Keller? Und ich so, waaah, da ist denkst ein Luftschutzraum. Und er so, waaah, wieso habt ihr den? Und ich so, wohin wirst du gehen im Krieg? Und erst dann ist mir aufgefallen, wie unglaublich seltsam da ist, zum einfach so einen Luftschutzraum im Keller zu haben. Und vielleicht muss man dazu noch wissen, ich bin in Stade aufgewachsen. Stade ist so ein Dorf, Gemeinde Thal, Kanton St. Gallen am Bodensee und hat so 2.500 Einwohner. Und ist auch sonst ein bisschen grusig. Und ich weiss jetzt einfach nicht, wenn man so einen Luftangriff wird planen. Wie gross das Statement wäre, wenn man jetzt würde. Nicht Bern. Nicht Zürich. Nicht einmal St. Gallen. Sondern fucking Stade attackieren. Ich glaube, es würde niemandem so richtig was ausmachen. Nicht mal den Einwohnenden selber. Ja, schade um die Kühe. Und um den neuen Sportplatz mit dem Kunststrasen. Aber wenigstens will man ein bisschen mehr laufen, als irgendwie das alljährliche Kerzenziehen im Schulhaus Risek. Oder der fucking Rebenlichtli-Umzug mit dem nervigen Trommler. Aber ja, kann es gehen. Und erst dann ist mir so aufgefallen, dass wir Schweizerinnen und Schweizer hure auf Sicherheit bedacht sind. Zum Beispiel, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, in meinem Elternhaus haben wir auch immer so einen hure grossen Vorratsraum gehabt. Und dann nicht irgendwie mit Sachen, wo man so sagen kann, ja, macht noch Sinn, so im Falle des Falles eines Notfalles kann man noch irgendwie ausgewogen was köcheln. Nein, wir haben uhren random Sachen dort drin gehabt, weil mein Vater ist uhren auf Aktionen gestanden. Und wenn dann zum Beispiel Orange Schäumel Aktion war, dann hat man 30 Liter gekauft. Und das war dann immer so ein bisschen awkward, wenn so meine Freunde und Freundinnen so spielen gekommen sind und mir so das Fußballgoal aus leeren Orangenscheibenpackungen gebaut haben. Und manchmal ist meine Mama so noch vor dem Spielen und hat uns so Orangenscheiben, unsere Kindermüller reingeleert, so trink, 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 damit wir so das Goal können grösser machen können für den einen dicken Nachbarskind, der immer ins Goal stehen wollte, weil es zu faul war zum Umrennen. Und das war dann so eine Negativspirale, weil das Kind ist immer dicker geworden wegen dem ganzen Orangenschü. Das Goal musste immer grösser werden. Irgendwann muss man es einfach nicht mehr mitspielen lassen. Aber eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, haben wir ja gar keine Möbel in meinem Elternhaus. Es war eigentlich alles aus leeren Orangenschüpackungen gebaut.
Also unser Dach war so aus Frischhaltefolie gemacht. Das war auch eine Aktion. Und wir hatten auch so einen Kronleuchter aus leeren Tomatensaugerflaschen. Ja, und dann kann man vielleicht schon sagen, ja, pff, ein Luftschutzkeller ist schon ein bisschen komisch. Aber der ist wenigstens stabil, Bro. Der ist wenigstens stabil. Merci.